Das Netbook-Betriebssystem Jolie Cloud bringt eine neue Benutzeroberfläche mit, die in HTML5 verfasst ist. Sie läuft in einer angepassten Version des Chromium-Browsers, den die Entwickler Nickel-Browser genannt haben. Jolie Cloud stellt über 700 Web-Apps bereit. Sie wurden bereits für Nickel erstellt und starten jeweils in einer neuen Instanz des Browsers. Die Web-Anwendungen reichen vom Facebook-Zugang bis über Zugänge zu Multimedia-Portalen und zu Googles Online-Diensten. Selbst etliche browserbasierte Spiele können in Jolie Cloud gespielt werden. Zusätzlich können über die Jolie Cloud-Oberfläche auch lokale Anwendungen installiert werden, etwa GIMP oder Komponenten aus OpenOffice. Die Linux-Distribution fürs Web basiert nach wie vor in weiten Teilen auf dem nicht mehr ganz aktuellen Ubuntu 9.04 und bringt zusätzlich zahlreiche GNOME-Werkzeuge und dessen Systemeinstellungen mit. Die Entwickler haben Jolie Cloud auch für den Einsatz auf Hardware mit Touchscreens optimiert. Außerdem bringt die Distribution etliche eigene Scripts mit, etwa für das Installieren von Treibern.